So, hallo. Herzlich willkommen zur vorletzten Veranstaltung Analysis 2. Bevor es losgeht, ein paar Bemerkungen zu dem, was nach dem Semester passiert. Zuerst, wenn Sie für eine mündliche Prüfung angemeldet sind und sich einen Termin besorgt haben, dann sollten Sie in der letzten Woche eine E-Mail von mir bekommen haben mit einer Terminbestätigung. Wenn der Termin so ist, wie Sie ihn sich gemerkt haben, dann ist alles in Ordnung, dann müssen Sie gar nichts tun. Genau, dann ist alles so, wie es sein soll. Falls Sie keine E-Mail bekommen haben oder falls da etwas drinsteht, was Sie nicht so gedacht haben, was auch nicht funktioniert bei Ihnen, dann melden Sie sich so schnell wie möglich. Es wird jetzt, je näher die Prüfungen rücken, immer komplizierter, noch Änderungen vorzunehmen. Für mich Änderungen anzupassen oder möglich zu machen. Deswegen, je schneller Sie sich melden, wenn irgendwelche Probleme mit den Terminen auftauchen oder Sie noch gar keinen haben, weil Sie keine E-Mail bekommen haben von mir, dann melden Sie sich umgehend. Das ist eine. Dann melden Sie sich auch jetzt im Chat, wenn etwas mit der Technik nicht stimmt. Ich glaube, die Aufnahme ist wieder gut. Ich habe auch gefunden, was falsch war. Fehler lag bei den OBS-Einstellungen, die ich wieder verhunzt hatte oder die das Ding selber verstellt hat, weiß was ich. Also ist dann im Chat melden, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, Klang oder Bild oder irgendwas mit der Mathematik nicht stimmt. Und dann noch eine Ankündigung, da habe ich aber noch nichts Fertiges zu. Was ich noch machen werde in der Zeit nach dem Semester, nach der Vorlesung, in den Wochen, in denen ich da bin, werde ich so Online-Sprechstunden anbieten. Hier steht so ein Link rum für so einen BigBlueButton-Raum, in dem ich dann einfach anwesend bin für eine Stunde die Woche, zu irgendeinem Zeitpunkt, den ich noch festlegen muss. Und wenn Sie irgendeine Frage haben, kommen Sie einfach dazu. Dann ist es vielleicht einfacher. Sie können natürlich jederzeit den Chat benutzen. Ich bin zwar teilweise auch im Urlaub und werde aber da auch vielleicht mal angucken. Aber seien Sie nicht böse, wenn es mal einen Tag länger dauert oder auch mal vielleicht ein paar Tage. Kann gut sein, dass ich da, wo ich unterwegs bin, manchmal gar keine Möglichkeit habe, reinzugucken. Insbesondere habe ich meine ganzen Sachen nicht dabei und muss das aus dem Kopf beantworten. Und manchmal geht es vielleicht nicht so einfach. Also, wenn während, nach der Vorlesungszeit Fragen auftauchen, der Chat bleibt offen. Ich werde Ihnen folgen und wenn ich kann, antworten. Und ich werde noch einfach Online-Sprechstunden einrichten, wo ich dann eine gewisse Zeit in so einem Online-Konferenzraum rumhänge und gucke, ob jemand kommt und Fragen hat. Und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach dazu. Und dann stellen wir die Frage und wir reden drüber. Und dann hat man noch ein paar mehr Möglichkeiten. Dann kann ich jedenfalls noch eine Kamera zuschalten und was aufschreiben. Oder nochmal das Skript auflegen und wir gucken da zusammen drauf oder sowas. Okay, gut. Noch gibt es keine Klagen im Chat, das heißt, ich gehe davon aus, dass alles erstmal soweit stimmt. Und dann legen wir los. Also, heute geht es um das Thema Phasenporträts. Das klingt ja so ein bisschen malerisch und ist auch so, dass heute kommt wenig neue Mathematik dran in dem Sinne, es kommen keine Sätze dran, es wird nicht groß eine Theorie entwickelt, es wird auch nur ein bisschen gerechnet. Es geht heute noch viel noch mehr um Intuition für Differentialgleichungen. Wie kann man sich Lösungen oder Lösungsgesamtheiten visualisieren? Das ist im Eindimensionalen für Gleichungen erste Ordnung noch nicht so schwer. Im Eindimensionalen können wir x gegen y anmalen und alle Lösungen einzeichnen. Und wir wissen schon, bei Eindeutigkeit von Lösungen, dann schneiden die sich zum Beispiel nie. Das wissen wir, wenn wir also eine haben, dann wissen wir, alle Lösungen, die oberhalb sind, oberhalb irgendwo anfangen, bleiben immer oberhalb. Wenn wir eine Lösung haben, die manchmal nach oben unbeschränkt ist, alle Lösungen, die einen größeren Anfangswert haben, sind auch nach oben unbeschränkt, folgt dann sofort. Da kann man also ein bisschen den Raum der Lösungen relativ gut ordnen. Das hört aber auf, sobald wir Differentialgleichungen Systeme betrachten. Also die Variable y ist dann 2- oder n-dimensional und auch schon bei 2-dimensional wird es ein bisschen komplizierter. Dann sind ja die Lösungskurven oder die Lösungen sind Funktionen von der reellen Achse oder von dem Intervall in den R2, das sind Kurven durch den R2 und da ist es schon so ein bisschen komplizierter. Da kann man auf alle Fälle nicht mehr sagen, dass wenn eine Lösung meinetwegen nach rechts oben verschwindet, was machen die Lösungen, die weiter rechts oben starten? Keine Ahnung, die können alles andere machen. Okay, da wird schon einigermaßen kompliziert und ebenso wird es auch bei Gleichungen höherer Ordnung kompliziert. Und das zeige ich Ihnen gleich im Plot. Und was wir dann machen werden, ist, wir werden immerhin für autonome Gleichungen, das heißt, die rechte Seite ist unabhängig von der Zeit,
Da werden wir ein bisschen mehr Ordnung reinbringen, jedenfalls in zwei Dimensionen. In drei kann man noch ein bisschen verstehen. Und wenn man erstmal zwei und drei Dimensionen verstanden hat, hat man vielleicht eine Ahnung, wie es in höheren Dimensionen aussehen sollte. Also, Plots wollte ich Ihnen jetzt dazu zeigen, dann machen wir das so. Und es geht wieder um das. Erstmal um das lineare Pendel, die Gleichung zweiter Ordnung, y2' ist gleich minus y, das lineare Pendel. Und da wollte ich Ihnen folgenden Plot zeigen. Diesen hier genau. Was hier geplottet ist, sind ganz viele Lösungen dieser Differentialgleichung, y2' ist gleich minus y. Das können Sie hier vielleicht im Plot-Code noch so ein bisschen erkennen. In dieser Zeile hier werden Lösungen berechnet. Das hier ist die rechte Seite der Differentialgleichung des Systems, weil so der MATLAB löst nur Differentialgleichung erster Ordnung. Umformulierung in das System erster Ordnung macht man immer selber. Und dann werden hier 40 verschiedene Lösungen ausgerechnet zu zufälligen Anfangswerten. Das sehen Sie hier. Das hier ist der Anfangswert. Das ist also dreimal eine Zufallszahl zwischen 0 und 1 und dann halt abgezogen. Das heißt, das ist eine Zufallszahl zwischen minus 1,5 und plus 1,5. Und die gilt für den ersten und zweiten Eintrag. Das heißt, das eine ist der y-Wert und das andere ist der Wert für y'. Also die erste Zufallszahl sagt, wo die Lösung auf dieser Achse hier anfangen soll und die zweite Zufallszahl sagt, in welche Richtung es gehen soll am Anfang. Und das ist die Lösung, die ich alle plotten kann, und das ist schon einigermaßen Chaos. Also die sehen, ja, die schneiden sich wie verrückt und die sehen zwar alle so ein bisschen ähnlich aus, aber ansonsten passieren irgendwie offenweise Dinge, die irgendwie so ein bisschen komisch sind. Und man kann das ordnen. Die Gleichung ist nämlich autonom. Das heißt, die rechte Seite hängt nicht von x ab. Und das bedeutet, wenn ich eine Lösung habe, dann kann ich sie entlang der x-Achse vor und zurück verschieben. Und es bleibt immer eine Lösung. Das heißt, die x-Achse selber ist eigentlich irrelevant dafür. Und das kann man auch hier vielleicht erkennen. Die Lösungen, die gleiche Amplitude haben, die Schwingungen, die tauchen vielleicht, dann könnten so ungefähr zweimal auftauchen, ein bisschen nach links und rechts verschoben, und das sorgt dafür, dass das Bild so ein bisschen unübersichtlich wird. Was man aber machen kann, ist, sich nochmal daran zu erinnern, dass es eigentlich ein System, dass wir das als System von Differentialgleichungen geschrieben haben. Das heißt, es hat eigentlich drei unabhängige Variablen, wenn man so möchte, x, y, und y', wenn man es als zweite Ordnung betrachtet. Wenn man es als System betrachtet, hat es eben die Variablen x, y1 und y2. Und was Sie hier jetzt sehen, ist x gegen y1 geplottet. X gegen y2 kann ich Ihnen auch zeigen. Ich kann Ihnen aber auch, weil es dann noch gerade dreidimensional ist, den 3D-Plot zeigen. X, y1 und y2. Und das mache ich. Und ich drehe den jetzt so, dass wir nach und nach die x-Achse ausblenden, dass ein Plot in y1, y2 entsteht, also in den beiden Achsen, die zu y und y' gehören. Okay, was passiert? Das sehen Sie hier. So. Und das ist doch jetzt schön geordnet. Da haben wir jetzt, das ist jetzt eine Ansicht des Lösungsraumes, wo die x-Achse ausgeblendet ist. Die Achse, die wir vorher immer extrem wichtig fanden, weil sie die Dynamik widerspiegelt. Das ist die Zeitvariable in der sinnvollen Anschauung. Und die blenden wir jetzt aus und gucken nur noch an, wie verhalten sich die Lösung, die beiden Komponenten der Lösung, also y1 und y2, oder gesehen als y und y'. Das heißt irgendwie ein Punkt hier oben bedeutet, y1 hat den Wert 2, y2 hat den Wert 0. Bedeutet, für so ein Pendel heißt das, die Auslenkung ist y1, die ist jetzt maximal 2, was ich links oder rechts jemand mag, also normalerweise irgendwie so rumorientiert, mal die Auslenkung ist 2, das ist viel. Und die y'Winkel oder y2 ist die Winkelgeschwindigkeit, ist 0. Das heißt, das Pendel ist gerade weit ausgeschlagen und steht still. Und wenn ich jetzt hier rumgehe, dann wird die Auslenkung des Pendels immer geringer und die Geschwindigkeit steigt. Und hier irgendwann ist das Pendel ganz unten angekommen, Auslenkung ist 0 und die Geschwindigkeit ist maximal und sinkt dann wieder. Das heißt, jede Kreislinie hier in diesem Bild entspricht einer Pendelschwingung mit verschiedener Amplitude. Der Radius dieses Kreises ist die Amplitude der Pendelschwingung. Und weil es linearisiert ist, haben wir beliebig große Amplituden, die trotzdem immer zur Pendelbewegung führen. Das ist ein bisschen bescheuert. Aber gut, ist ja linearisiert. Also bei kleinen Kreisen sollte alles okay sein.
So, okay, ich will das gerne nochmal, okay. So, das ist das Bild mit anderen und wenn wir es drehen, ist das so. Ja, ist doch hübsch. Schön, wie das alles geordnet ist. Wir können auch frei drehen, oder? Man kann doch hier noch das. Genau. Aber dann trifft man das ein bisschen schwierig hier. Jedenfalls auch dieses 3D-Bild, ja. Jedenfalls eine stille Ansicht davon ist nicht sehr hilfreich, um zu verstehen, wie die Lösungsgesamtheit irgendwie aussieht. Und die Ansicht hier ohne X-Achse ist meiner Meinung nach einiges informativer und wir müssen das natürlich so machen. Okay. Gut. Ach, jetzt habe ich das gar nicht angezeigt. So muss ich das machen, pardon. Na, komm schon. So, so, so. Okay, was steckt da? Ja, dahinter steckt generell das Prinzip, was sinnvoll ist. Und das ist für alle autonomen Gleichungen macht das irgendwie Sinn. Und das ist der Begriff von Trajektorien. Das kann man auf, also mit nur deutschen Begriffen auch Bahnkurve nennen. Was ist eine Trajektorie? Trajektorien gibt es eigentlich für, oder sind hauptsächlich dann sinnvoll für autonome Gleichungen. So, das geht so. Also wir brauchen jetzt eine Teilmenge, die heißt d bis r hoch n und eine Funktion f, die von d in den r hoch n abbildet. Und wir betrachten die Lösung, oder wir betrachten die Differentialgleichung y' ist gleich f von y. Also eine autonome Gleichung, rechte Seite unabhängig von x. Achso, hier muss natürlich auch r hoch n dran stehen. Also y ist ein r hoch n-Vektor. F ist auf einer Menge d definiert und liefert n-dimensionale Vektoren wieder raus, sodass dies beides dimensionsmäßig passt. Und dann sagen wir, t, eine Teilmenge von d, heißt Trajektorie. Wobei, ich bin mir eigentlich sicher, manche sagen auch Trajektorie. Ich weiß es nicht. Trajektorie, ich sage Trajektorie. Der autonomen Gleichung. Und jetzt muss man noch ein kleines bisschen umständlich formulieren. Falls es ein Intervall i gibt, so dass diese Menge t gleich das Bild, also fehlt noch was, ein Intervall i gibt und eine Lösung phi. Davon natürlich so, dass die Menge t gleich das Bild von dem Intervall i unter phi ist. Also das ist die Menge aller Werte phi von x mit der Eigenschaft, dass x aus dem Intervall kommt. So, das sind Trajektorien. Also, ich schlüssel nachher noch mal ein bisschen genauer auf, was jetzt Trajektorie von Lösung und Lösungskurve unterscheidet. Im Beispiel von eben war das doch so, dass d, also hier y1, y2, im Geraden war d der ganze R2, und dieses Differentialgleichungssystem war y1, y2 abgeleitet ist, y2 minus y1. Und dann ist zum Beispiel jeder Kreisbogen ist eine Trajektorie davon. Dass hier dieser Kreisbogen gehört zu einer Lösung der Form irgendeine Konstante Sinus x mal plus irgendeine Konstante Cosinus x, gleiche Konstante tatsächlich, und diese Konstante ist der Radius, und das hier ist eine Trajektorie. Und das hier ist auch eine Trajektorie, aber ich kann diese Trajektorien zum Beispiel noch verlängern zum Vollkreis. Okay, das ist dann eine maximale Trajektorie. Da können wir auch drüber reden. Und wenn man dynamische Systeme studiert oder tiefer in Differentialgleichungen einsteigt, sind diese Begriffe auch sehr wichtig. Was ist da, wie gibt es maximale Trajektorien? Kann man die immer beliebig weit verlängern? Nee, manchmal hören die auf zu existieren und so weiter. Okay, aber das ist jetzt für so ein Differentialgleichungssystem, ist das eine Teilmenge des R2, obwohl wir eigentlich zum Visualisieren von Lösungskurven den R3 bräuchten. Eine Kurve durch den R2 liegt eigentlich in R3.
Achso, dann gibt es noch einen Begriff, den schreibe ich jetzt nicht an. Wenn die Kurve durch eine, oder die Trajektorie, oder wenn y 0 auf der Trajektorie liegt, vielleicht soll ich das mal oben dran malen, weil das ein Vektor ist mit zwei Komponenten, dann sagt man auch, dass die Trajektorie durch y 0 ist. Da sagt man die, weil das bei Eindeutigkeit von Lösungen eindeutig ist. Es gibt durch diesen Punkt nur eine einzelne Trajektorie. Okay, so was ist jetzt Unterschied von Trajektorie und Lösung? Also, ich bin zu Ende. Eine Lösung von einer Differentialgleichung, das ist eine Funktion, phi von einem Intervall nach d. So. Dann können wir auch über Lösungskurven reden, das ist Unterschied, den kennen Sie schon, Funktion und Graph im Wesentlichen, Lösungskurven. Lösungskurven sind Graphen von Lösungen. So, Graph von phi, und das ist nichts anderes als die Länge aller Paare x, phi von x, und x kommt aus i, und Lösungskurven sind eben Teilmenge aus dem Produkt i kreuz d. Da leben Lösungskurven, und in dem Fall hier leben Lösungskurven im Intervall kreuz R2, also Teilmengen ist R3. Und Trajektorien. Das sind eben die Mengen, wie es da oben steht, nur die phi von x und alle x aus i genommen. Und das sind Teilmenge von d, andere Dimension einfach. Eine Dimension weniger als der Raum, wo die Lösungskurven liegen. Okay. Mache ich mal ein einfaches Beispiel, um mal zu gucken, ob wir das verstanden haben. Wir machen mal ein eindimensionales Beispiel, n gleich 1. Das heißt, wir können alles visualisieren hier. Wir können auch diese ganze Menge uns vorstellen, das ist eine Teilmenge des R2. Wir können uns Graphen von Lösungen vorstellen und wir müssen uns auch Trajektorien vorstellen. Und Trajektorien sind jetzt, wenn n gleich 1 ist, Teilmengen der reellen Achse. Okay. Und wir nehmen das Beispiel y' ist gleich y minus y². Das haben wir schon mal gehabt. Das lässt sich auch schreiben als y mal 1 minus y. Das ist logistisch Wachstum, das kam sogar in der allerersten Vorlesung, wo es noch um Covid-19 ging oder um Ausbreitung von Epidemien. Also gesättigtes Wachstum. Ja, das leite ich gleich, aber ich will jetzt mal das Bild malen. So, wie sieht es jetzt aus? Und das haben wir hier, hier würden wir sagen, d ist gleich r, oder die rechte Seite können wir auf der ganzen reellen Achse definieren. Ich sollte mal auf unseren Chat gucken. Ja, es kommen noch super Phasenraumplatz. So, also d-Teil ist die reelle Achse und als i, in dem Fall ist es tatsächlich so, da können wir auch immer die reelle Achse nehmen, das ist jetzt nicht a priori klar, das kann man jetzt noch nicht daraus folgern, aus dem, was hier steht, das ist aber so, alle Lösungen dieser Differentialgleichung existieren für alle Zeiten. Das heißt, alle Lösungen haben als Definition als maximalen Definitionsintervall immer die ganze reelle Achse. So, und wie sieht es jetzt aus? Wir malen mal den Raum auf, wo Lösungen existieren, also hier x und y. Und vielleicht versuche ich jetzt mal Trajektorien zu zeichnen. Trajektorien müssen ja als Teilmenge dieser Achsen irgendwie sein. Ja, das hier dann nicht mal, das soll dann mal die y-Achse nochmal daneben gemalt sein, soll es d heißen. Was wissen wir zum Beispiel über Lösungen? Wir wissen zum Beispiel, wenn eine Lösung durch diesen Punkt hier geht, in der Menge d. Durch den Punkt y0 gleich 0. Dann sehen wir sofort, rechte Seite ist 0, alle Lösungen sind eindeutig, die Konstante 0 ist eine Lösung. Dieser einzelne Punkt hier ist eine Trajektorie. Der Punkt gleich 0. Also ich sammle mal hier alle Trajektorien auf. Es gibt nämlich unendlich viele. Eine Trajektorie ist die Menge, die 0, 0 enthält. Und die gehört zu dieser konstanten Lösungskurve. So, dann gibt es noch eine einpunktige Trajektorie. Die rechte Seite hat nämlich noch eine weitere Nullstelle. Vielleicht male ich die rechte Seite einmal auf. Die rechte Seite ist jetzt, wenn ich hier y und hier f von y ist y mal 1 minus y. Das sieht so aus. Zweite Nullstelle bei 1. Das heißt hier bei 1 ist auch eine konstante Lösung. Und das heißt, dieser einzelne Punkt 1 hier
ist auch eine Trajektorie. Okay, gut. Dann, was wissen wir über Lösungen, die hier durchgehen? Ja, erstmal vielleicht nicht viel, aber wir wissen was, der Punkt hier, der gehört ja zu einem Punkt da. Und das hier ist die Y-Achse, die ist hier senkrecht. Eine Lösung, die hier durchgeht, gehört zu dem Punkt hier. Und das hier, dieser Wert hier, ist die Steigung in dem Punkt. Das heißt, und diese Steigung hier ist positiv überall, also immer dann, wenn das Y zwischen 0 und 1 liegt. Also alle Lösungen, die hier zwischen liegen, sind wachsend. Und dann wissen wir auch, Lösungen können sich nicht schneiden, wegen Eindeutigkeit in dem Fall. Rechte Seite ist lokal Lipschitz-stetig, weil stetig differenzierbar. Die können nicht hier durch. Die wachsen, können aber nicht durch, also müssen sie irgendwie hier oben so aussehen. Und dann wissen wir auch noch, wir können Lösungen nach links und rechts verschieben. Das hier ist auch eine Lösung und die kann auch hier unten nicht durch, also müssen die irgendwie so aussehen. Wir wissen sogar, die Funktion f hat ihr Maximum bei 1,5 mit dem Wert 1/4. Das heißt, die maximale Steigung, die wir in Lösungskurven haben, ist 1/4 und wird genau auf die Hälfte angenommen. Und so sehen die alle aus. Und die gehören alle zur gleichen Trajektorie, weil sie einfach durch Verschiebung dann der x-Achse entstehen. Was ist die Trajektorie? Das ist diese Menge hier. Das offene Intervall von 0 bis 1 ist auch eine Trajektorie. Und zudem ist die Dynamik eben sehr einfach, es ist einfach nur wachsen. Man könnte auch sogar sagen, auf der Trajektorie hat so eine Dynamik, alles wächst. So, und wenn ich jetzt hier oben gucke, zum Beispiel zwei Bereiche haben wir noch, was passiert da? Hier oben, der Bereich hier gehört zu dem Bereich da, f ist immer negativ, alle Lösungen fallen. Und f wird immer mehr negativ, je größer y wird, das heißt, je weiter oben die Lösung ist, desto steiler fällt sie, das heißt, die sind alle tatsächlich so auf. Und dann wieder kann ich nach rechts verschieben und ich habe hier eine weitere Trajektorie, das Intervall von 1 bis unendlich und darauf sind alle Lösungen fallend. Und bleibt noch, was hier unten passiert. Der Bereich hier unten, f, y ist kleiner als 0, gehört zu dem, was hier links ist. F ist wieder negativ, f wird mehr negativ, je kleiner y ist, das heißt, je weiter unten, desto steiler geht es nach unten und die Lösungen sehen so aus. Und die zugehörige Trajektorie ist das Intervall von minus endlich bis 0 und die Dynamik darauf ist, es geht bergab. Und das sind alle fünf Trajektorien dieses, dieser Differentialgleichung. Und das ist das Bild nochmal. So sehen die wirklich aus, wenn der Computer sie zeichnet. Die Lösungskurve und die Trajektorien. Okay. Gut. So, jetzt, das kann man benutzen, um Systeme zu analysieren. Hier oben ist ein ganz einfaches Beispiel mit einem einfachen System. Im linearen System im R2. Es geht aber auch, und das ist vielleicht noch eine der wichtigeren Anwendungen, für Differentialgleichen höherer Ordnung. Und da machen wir mal das einfachste, das zweiteinfachste Beispiel. Das Beispiel, nee, noch nicht, weil ich das Beispiel erst nur kurz das Allgemeine dazu. Differentialgleichen höherer Ordnung sehen ja so aus. Oder wenn sie autonom sind, sehen sie so aus. Ableitung ist eine Funktion der ersten n-1 Ableitung. Und dann ist das d, wo die rechte Seite darauf definiert, also vielleicht. Nur wir können das umformulieren als Differentialgleichungssystem. Das war doch irgendwie so, kann ich so im Kopf, ja, müsste doch können, y0 bis yn-1 abgeleitet ist gleich, und dann steht hier y1 bis yn-1, hier steht f von y0. So ist die Umformulierung und dann können wir das hier als groß f von y0 bis yn-1 auffassen und würden dann eben sagen, der Definitionsbereich d ist dann eine Teilmenge des r hoch n, weil das hier n Variablen sind, die ich einsetze, y0 bis yn-1 und die korrespondieren zu Funktionen, Ableitung, zweite Ableitung und n-1. So, das heißt, auch für so eine Differentialgleichung leben die Trajektorien des zugehörigen Systems
sind Teilmengen des auch n. Das heißt, für eine Differentialgleichung der Ordnung 2, eindimensional, sind die Trajektorien Teilmengen des R2. Und die beiden Koordinaten des R2, die nennen wir y und y'. Also eine beschreibt den Ort, die andere beschreibt die Geschwindigkeit. Und dieses Bild, oder wenn es so eine weitere gäbe, wäre das wieder die zweite Ableitung und so weiter. Nächste Achse ist die dritte Ableitung. Und diese Menge hier nennt man dann Phasenraum. Okay. Habe ich nicht als Definition dabei, aber der Phasenraum für eine differenzialgleiche Ente-Ordnung ist eine Teilmenge des R. Okay. Und dann machen wir jetzt mal das Beispiel und überlegen uns, wie der Phasenraum aussieht und wie die Trajektorien aussehen für die Differentialgleichung y2 jetzt gleich minus sinus y, also für das mathematische Pendeln. Okay. Das Gute an dem Bild des Phasenraums ist nämlich, dass man da auch wieder Richtungsfelder zeichnen kann. Die heißen auch Richtungsfelder, genauso wie sie hier im Raum der Lösungskurven heißen. Man muss aber aufpassen, ist ein bisschen was anderes. Und hier die Umformulierung davon als System ist natürlich y0, y1 Strich ist, das habe ich glaube ich anders bezeichnet im Handout, oder? Na, da habe ich die irgendwie y1 und y2 genannt, dann mache ich es hier auch so. Da oben aus y1 und y2, y2 und hier ist dann minus sinus y1. Das ist die Umformulierung. Und wichtig, rechte Seite unabhängig von x. Phasenraum D, in dem Fall, wo können wir diese rechte Seite definieren? Auf dem ganzen R2. Ja, kein Problem. Nehmen wir die größtmögliche Menge, wo die rechte Seite definiert ist, das ist also der R2. Und jetzt versuche ich mal, das zugehörige Richtungsfeld zu malen. Die beiden Achsen sind also y1, das entspricht der y, also der Ortsvariable, und das hier ist y2, das entspricht y', also der Geschwindigkeitsvariable. Und in dem Fall des mathematischen Pendels ist das hier der Winkel und das die Winkelgeschwindigkeit. Gut, und das ist der Phasenraum. So nennt man den. Und jetzt können wir versuchen, in diesen Raum ein Richtungsfeld zu malen. Wie machen wir das? Wir nennen diese rechte Seite hier f von y1 und y2. Und das f hier ordnet jedem Punkt des Phasenraums einen Vektor zu. Und dann können wir das so eigentlich so machen, dass wir einen Punkt des Phasenraums auch an den Punkt des Phasenraums den Vektor dranhängen. Und das zu plotten, das ist, finde ich, gar nicht so einfach. Ich fange das mal hier an. Im Handout können Sie sich das schon angucken, wenn Sie wollen, aber vielleicht gucken Sie zu, wie man sowas malen kann. Und ich habe es ja auf der Folie, aber ich male das mal selber an. Okay, und mal gucken, ob mir das gelingt oder nicht, verzeichnen Sie. Also, ich gucke mal Stellen, die mir vielleicht einfach fallen. Zum Beispiel ist vielleicht mein beides 0. Ja, dann ist so, ist 0, die erste Komponente ist 0, wenn y2 gleich 0 ist. Und das ist also hier entlang dieser Achse kann das 0 sein. Und diese Komponente ist bei den Nullstellen Sinus 0. Das sind die ganzzahligen Vielfachen von Pi. Das heißt, hier ist eine Nullstelle, bei Pi ist eine Nullstelle und bei minus Pi ist eine Nullstelle. Also hier kann ich keinen Vektor dranhängen. Lösungen, die in diesem Punkt sind, bleiben konstant. Das sind schon Trajektorien. Dieser einzelne Punkt ist eine Trajektorie. Muss gar keine Linie im Phasenraum sein. Okay. Vielleicht auch, wozu gehört dieser Punkt gehört zu einer Lösung Schar, zu allen Lösungen, es ist nur eine Lösung in dem Fall, die konstant 0 ist. Was bedeutet das für das Pendeln? Das bedeutet, die Lösung hat Winkel 0 und Winkelgeschwindigkeit 0. Das heißt, das Pendel zeigt nach unten und bewegt sich nicht. Das ist eine Lösung, klar, das macht physikalisch auch Sinn. Was ist das für eine? Der Winkel ist Pi. Und die Winkelgeschwindigkeit ist 0. Pi ist halb rum, das Pendel zeigt nach oben und steht still. Das ist physikalisch auch sinnvoll, aber nicht so einfach zu realisieren, ein Pendel, was entgegen oben steht und nicht umkippt. Aber das hier ist ein nach oben zeigendes Pendel, was ruht, das ist ein nach unten zeigendes Pendel, was ruht, und das ist auch wieder ein nach oben zeigendes Pendel, was ruht, und das geht für euch so weiter. Okay, was passiert, wenn ich jetzt hier oben bin? Sagen wir mal, y1 ist immer noch 0, das Pendel zeigt nach unten.
Aber es hat eine Geschwindigkeit, eine positive, in dem Fall also nach links. In dem Fall muss ich jetzt, damit ich malen kann, hier gucken. Y1 ist 0, das heißt die x2-Koordinate hier ist 0. Der Vektor zeigt also nicht nach oben und nicht nach unten. Und diese hier ist positiv. Das heißt, hier sieht der Vektor so aus, den Verwandten. Das dauert vielleicht ein bisschen, bis man das nochmal nachvollzogen hat. Also die erste Koordinate ist y2. Also die Länge in diese Richtung ist die Länge, die nach da ist. Habe ich jetzt not to scale gemalt. Ne? Und die Ausgleichung des Vektors in diese Richtung ist Sinus von 0, das ist 0. Und dann wird das hier so ein bisschen langsamer und kürzer und darum länger. Und hier ist es so, andere Richtung, weil hier oben y2 linear auftaucht. Okay, gut. So, machen wir mal weiter. Was ist zum Beispiel, was machen wir jetzt, wenn wir hier so ein bisschen nach rechts gehen? Dann ist ja y2 gleich. Das heißt, diese Länge müsste eigentlich gleich sein, aber wenn ich jetzt mit y1 leicht positiv werde, dann wird der Sinus auch leicht positiv, aber erst negativ wird es gleich negativ. Das heißt, hier muss es so aussehen. Und hier muss es so aussehen und da muss es so aussehen. Und so sieht es hier aus und so sieht es da aus und so. Und wenn wir jetzt da gucken, das ist an dieser Achse, im gewissen Sinne symmetrisch, wenn ich an dieser Achse hier spiegele, y2 bleibt gleich, aber die y1-Richtung bleibt anders. Das heißt, hier an dieser Stelle müsste es hochgehen, da geht es ein bisschen weniger steil hoch, da geht es noch weniger steil hoch. Und hier müsste es runtergehen, mehr runter und schneller runter. Und dann ist es so, wegen Periodizität des Sinus ist dieser Bereich, der hier aufgemalt ist, wieder gleich dem Bereich, der da aufgemalt ist. Achso, und was ist noch vielleicht hier? Gucken wir da nochmal hin. Wieder y2 Auslenkung, also die Länge in diese Richtung ist genauso wie an dieser Stelle, aber hier ist y1 gleich Pi, Sinus von y1 ist 0, das heißt hier sind diese Vektoren wieder flach. Okay, ich lege mal die Folie auf, das ist das ganze Phasenporträt. Ja, das ist das Richtungsfeld im Phasenraum. Und die Menge aller Trajektorien nennt man Phasenporträt. Das habe ich hier noch keine eingemalt. Und die sind halt ein bisschen seltsam. Ich fange mal an, hier eine einzumalen. Zum Beispiel gibt es hier so Trajektorien, die laufen so. Geschlossene Trajektorien. Das kann es ja geben, haben wir vorhin beim linearen Pendel auch gesehen. So, was für eine Bewegung entspricht das? Also was man jetzt noch machen kann, ist dann eine Trajektorie im Phasenraum zurück übersetzen in eine Bewegung des physikalischen Objekts, also in dem Fall des Pendels. Sagen wir, also erstmal malen wir noch eine Richtung an die Trajektorie dran, das ist eigentlich ganz hilfreich. Was man hier nämlich nicht sieht, ist die Dynamik der Bewegung. Die kann man jetzt hier gerade nicht erkennen. Das ist ein statisches Bild, sowieso ist es statisch, weil es mit Kreide gemalt ist, aber das ist auch die Dynamik, die ja die x-Variable ist nicht sichtbar. Okay, wenn wir hier oben sind, was war das noch? y1 ist 0, also Auslenkung ist 0, aber wir haben anfangs Geschwindigkeit, und dann wächst die Auslenkung bis zu einer gewissen Maximalauslenkung und währenddessen fällt die Geschwindigkeit. Heißt, das Pendel beginnt hier unten und die Auslenkung wächst und die Geschwindigkeit fällt bis zu einer Maximalauslenkung. Und dann wird die Geschwindigkeit negativ und die Auslenkung wird kleiner. Alle geht hin und zurück. Und wenn ich wieder dieser Bogen von hier, ist der Ausschlag des Pendels nach links und wieder zurück. Und das ist wirklich in die andere Richtung. Also so, das Pendel schwingt hin und her. Und diese Auslenkung, das sind das bewegt sich ein bisschen hier rechts rum. Und wenn ich hier weniger Anfangsgeschwindigkeit vorgebe, kriege ich halt eine kleinere Maximalauslenkung. Und Sie können natürlich analog dazu, können Sie hier starten mit null Geschwindigkeit oder maximaler Auslenkung. Das heißt, wenn Sie das Pendel hier oben starten, keine Geschwindigkeit vorgeben, dann fällt es halt runter und macht aber die gleiche Schwingung, als wäre es hier unten gestartet mit einer Auslenkung nach drin. Okay, so, dann gibt es noch so eine lustige Trajektorie, die fängt hier oben irgendwo an, ich weiß gar nicht ganz genau wo, und die landet exakt in diesem Punkt und hört sozusagen nur so auf den Intervall auf. Die gibt es auch. Und die kann ich noch links noch weiter verlängern und die kommt aus diesem Punkt hier. So eine Trajektorie, die habe ich da jetzt nicht, anscheinend nicht genau getroffen in dem Bild auf der Folie, aber die gibt es auch. So. Was für eine Bewegung ist das? Gucken wir mal, wenn es hier anfängt.
Das fängt also wieder unten an, y1 ist 0, und hat eine gewisse Geschwindigkeit in die Richtung, und die Geschwindigkeit wird immer kleiner, die Ausdehnung wird immer größer, bis die Ausdehnung Pi ist, und genau da ist die Geschwindigkeit 0. Das heißt, die Bewegung von hier nach da ist ein Pendel, was nach unten hängt und genau so viel angestoßen ist, dass es bis oben schwingt und da stehen bleibt. Das werden Sie physikalisch nicht beobachten, aber theoretisch ist das eine mögliche Pendelbewegung. Und die können Sie auch erreichen, wenn das Pendel im Prinzip quasi direkt nach oben zeigt und dann sagen infinitesimal ausgelenkt ist und dann schwingt es so rund und hat genauso viel Energie, dass es bis oben geht. Das klappt bis kurz vor oben. Warum sehen Sie diese so eine Bewegung physikalisch nicht? Weil es da genau einen einzigen Punkt auf dieser Achse gibt, der diese Trajektorie erzeugt. Sobald Sie minimal weiter unten starten, wird das Pendel in eine Kreisbewegung gehen. Okay. Und wenn Sie weiter oben starten, dann sind Sie hier oben, haben aber zu viel Geschwindigkeit in die Richtung. Also, haben zu viel Geschwindigkeit. Sind Sie hier unten, genau, warum da unten, wenn Sie hier oben sind, ist y1 auch 0. Sie haben aber ein bisschen zu viel Geschwindigkeit, Sie schwingen über. So sieht die Bewegung aus. Was passiert? Die Plots dazu sehen so aus. Schupp. Heißt, Auslenkung minimal, Geschwindigkeit ist hoch. Auslenkung wird immer größer, bis das Pendel ganz nach oben zeigt. Es hat aber noch immer Geschwindigkeit in diese Richtung. Und dann schwingt es weiter oben. Also diese Trajektorien hier oben, die man auch nach links unendlich verlängern kann, entsprechen den Überschlägen des Pendels. Und entsprechend, gehen in diese Richtung, und entsprechend gibt es auch hier unten solche Trajektorien, die den Überschlägen in die andere Richtung. Okay, und der Witz ist, diese Kurven, die kann man auch nicht ausrechnen. Das sind ja im Wesentlichen, ich weiß gar nicht, ob man die jetzt funktional mit einer einfachen Gleichung beschreiben kann. Okay, so, das ist das Phasenporträt des mathematischen Pendels. Und das ist eben anders als das des physikalischen oder des linearisierten Pendels. Da gibt es diese Überschläge. Die gibt es beim linearisierten Pendel, kann man die nicht sehen. Das sind alles Kreisbewegungen und das ist irgendwie seltsam. Es gibt dann so eine Bewegung, die ist. Pendel schwingt irgendwie so weit rum und kommt dann zurück und das macht irgendwie keinen Sinn. Ne? Das ist irgendwie nicht eine physikalische Bewegung, da müsste man irgendwie anders so Energiespeicher einbauen oder sowas, damit das geht. Okay, so, dann ist das natürlich auch nicht realistisch und eine normale Pendelbewegung unterliegt irgendeiner Art von Reibung. Und die kann man zum Beispiel wie folgt einbauen. Dann müsste die Zahlreichung so aussehen, ich dann 2- ist minus Sinus y minus Konstante c mal y'. So kann Reibung modelliert werden. Das heißt, das zugehörige System sieht so aus, y1, y2' ist gleich y2 und hier steht minus Sinus y1 minus c y2. Und da könnte man jetzt überlegen, was passiert mit diesem mit dem Richtungsfeld im Phasenraum und mit dem zugehörigen Phasenporträt. Was mit dem Richtungsfeld im Phasenraum passiert, ist nicht so furchtbar schwer. Es ist nämlich so, alle Pfeile hier oben kriegen in der x2-Komponente ein bisschen y2-Komponente ein bisschen y2 abgezogen. Das heißt, die Pfeile hier oben zeigen alle ein bisschen weiter nach unten. Alle. Und der Pfeil zeigt schon nach unten, der Pfeil zeigt nach unten, der zeigt zwar nach oben, ein bisschen weniger nach oben. Und hier unten ist andersrum, weil dieser ist ja der Vorzeichen des y2. Hier unten zeigen sie alle ein bisschen weiter nach oben. Okay, und das male ich jetzt nicht das gleiche Bild rein, das wird großes Chaos. Hier ist das, nicht hier, sondern das ist das Plot, ein Phasenporträt und Richtungsfeld im Phasenraum. Achso, eins habe ich vergessen zu sagen, in diesen Bildern, die ich da geplottet habe, da habe ich in Wirklichkeit nicht das echte Richtungsfeld gezeichnet, sondern ich habe die Richtung alle noch normiert. Die Pfeile sind alle gleich lang, also sowohl hier als auch da sind die Pfeile alle gleich lang, während sie hier verschiedene Länge haben in dem Bild. Und das, wenn man das aber macht, mit verschiedener Länge, also Länge wirklich proportional zur rechten Seite, dann werden die Bilder oft sehr schön übersichtlich, weil die Pfeile anfangen sich zu kreuzen und dann muss ich irgendwie mit dem Abstand der Pfeile rumhantieren und das ist irgendwie nicht sehr einfach, das schön zu malen. Deswegen habe ich die alle normiert. Das ist also tatsächlich nicht das echte Richtungsfeld, sondern das normierte Richtungsfeld. Macht vom Begriff her auch Sinn, weil Richtung ja nicht ab. Vom Begriff her wollen wir eigentlich nur eine Richtung und keine Geschwindigkeit zu tun. Okay, das sind die Bewegungen des mathematischen Pendels mit Dämpfung. Und was Sie sehen ist, die laufen alle auf eine Ruhelage hinzu, aber nicht alle Ruhelagen werden erreicht.
Na, vielleicht mache ich doch mal einen auf, weil wenn wir mathematischen Pendel mit Dämpfung, habe ich ja hier und das bleibt Ruhelage. Ne? Aber wenn das Pendel eine Dämpfung hat, wenn es dann gerade nach oben zeigt und keine Geschwindigkeit, dann bleibt es da stehen. Also das ist weiterhin eine Ruhelage. Dann gibt es aber diese Bewegungen, die hier so laufen, die konvergieren jetzt gegen die untere Ruhelage. Das heißt, das Pendel schwingt hin und her und verliert immer an Höhe. Bei jedem Mal ist ein bisschen Energie verloren und schwingt aus und irgendwann bleibt es stehen. Wenn ich weiter später, mit größerer Geschwindigkeit anfange, dann bin ich halt später hier unten und die Trajektorien laufen so. Wenn ich hier direkt auf die Ruhelage zusteuere und die aber knapp verfeder, ein bisschen zu viel Geschwindigkeit habe, dann falle ich wieder runter und laufe dann vielleicht hier so rum. Das kann passieren, also das ist ein bisschen höher, dass es hier so ankommt. Das heißt also, ich bin hier unten, habe viel Geschwindigkeit, dass ich einmal ganz rum schaffe, aber den nächsten schaffe ich nicht mehr und dann fange ich an zu schieben. Also das hier, das ist der Überschlag und das hier ist das Auspendeln bei der Ruhelage ganz da unten, aber ich bin vorher einmal rum, deswegen ist die Ruhelage 2. Wenn ich hier ganz weit hochstarte, kann ich vielleicht zwei Überschläge machen und so ist es eben wie im realen Leben, wenn Sie Pendel anstoßen. Okay, so, heute gibt es zwei Videos. Morgen gibt es, glaube ich, auch nochmal zwei, es sei denn, es gibt noch mehr. Wir machen jetzt also die Pause. Und das erste Video, das können Sie nur exklusiv heute hier gucken. Wir müssen es nämlich nachher im Real Life rausschneiden, wegen Copyright. Aber wenn wir uns richtig informiert haben, ist das so, dass es im Livestream zeigen okay ist. Sie werden es danach ja nicht im Real Life mehr sehen können. Okay, alle passen gut auf, viel Spaß, bis gleich. So, ich hätte dich gewischt, habe wieder sauber. Ja, genau. Sehr lustig. Leider kenne ich sie überhaupt nicht. Ich bin anscheinend genau in dem Alter, wo ich selbst zu alt war, das zu schauen, wo ich glaube, ich weiß nicht mehr. Und meine Kinder gab es da anscheinend noch nicht. Oder die haben jetzt noch kein Interesse dafür entwickelt. Okay, sehr gut. Dann machen wir weiter eigentlich schon mit dem letzten Beispiel, was jetzt ein bisschen länger dauert. Und zwar kann man lineare Dynamik im R2 im Wesentlichen meiner Meinung nach vollständig verstehen. Lineare Dynamik würde heißen, wir gucken uns jetzt an lineare Differentialgleichungssysteme erster Ordnung in zwei Dimensionen. Das folgende etwas längere Beispiel thematisiert diese Differentiale. Y' ist gleich AY und A ist eine reelle 2 kreuz 2. Also, der Phasenraum ist der R2. Und, genau. Wir wissen ja schon irgendwie, dass man das mit der Matrix-Exponentialfunktion komplett lösen kann. Lösung wissen wir. Y von x sind von dieser Form. Das ist die eindeutige Lösung, die durch den Punkt oder mit dem Anfangswert Phi von x, Phi von 0 oder y von 0. Und das heißt, wir müssen eigentlich nur diese Matrix-Exponentialfunktion kennen, damit wir wissen, was Sache ist. Und da haben wir schon gesehen, die Jordansche Normalform ist relativ hilfreich dafür. Das heißt, tatsächlich ist es so, die Art und Weise der Dynamik, die da entsteht, hängt von den Eigenwerten der Matrix A ab. Und dann rechnen wir die mal aus. Ja? Und dann wissen Sie vielleicht, oder vielleicht wissen Sie noch nicht, dass das charakteristische Polynom von der 2-Kreuz-2-Matrix hat folgende Form. Das ist Lambda Quadrat minus Spur von A mal Lambda plus die Determinante von A. Und vielleicht wenn A die Matrix A, B, C, D ist, dann ist die Spur von A ist A plus D und die Determinante von A ist A mal D minus B mal C. Und wenn Sie das charakteristische Polynom ausrechnen, dann sehen Sie genau das. Minus Spur von A, Lambda plus Det von A. Dort Folie zu, oder?
geht das nicht nach Bombe und das. Okay, und wenn das das charakteristische Polynomium ist, dann wissen wir auch, wie die Eigenwerte sind. Das hier, P ist minus Spur A, Q ist Det A, PQ-Formel oder wie auch immer, es kommt raus, Spur von A plus minus Wurzel aus Spur von A Quadrat minus 4 mal Determinante von A und das Ganze geteilt durch 2. Also bei einer 2×2-Matrix gibt es diese Spur-Det-Formel für die Eigenwerte Spur von A plus minus Spurquadrat minus 4 mal Det und das durch 2. Okay, und in dieser Formel, ja, da ist es jetzt also, Sie wissen natürlich schon, Eigenwerte auch bei reellen Matrizen können komplex sein oder auch reell. Und wir sehen hier exakt, wann sie komplex sind. Das liegt an der Diskriminante. Die Diskriminante eines Polynoms ist genau das, was unter der Wurzel steht. Und die heißt üblicherweise Delta und ist in dem Fall also Spur a Quadrat minus 4 mal Det. Das ist so eine Diskriminante, die diskriminiert die Fälle, unterscheidet die Fälle danach, ob zwei komplex konjugierte Eigenwerte vorliegen oder zwei reelle. Und die Fälle sind wie, ist die Diskriminante positiv, dann gibt es zwei verschiedene reelle Eigenwerte. Also, erster Fall, ja, das heißt, es gibt einen doppelten Eigenwert, also algebraische Vielfachheit 2. Und dann gibt es da aber noch zwei Unterfälle. Der erste Unterfall ist die geometrische Vielfachheit ist 2. Das heißt, es gibt einen zweidimensionalen Eigenraum dazu. Und dann sind wir im Wesentlichen vom gleichen Fall, wie hier. Dann haben wir zwei verschiedene reelle Eigenwerte, zwei gleiche reelle Eigenwerte, die aber einen Eigenraum in Dimension 2 haben. Oder sie können, es kann auch sein, dass der Eigenraum nur in Dimension 1 ist. Also mit geometrischer Vielfachheit. Oder 2. Und das sind das sorgt für verschiedenes Verhalten der Lösung. Okay. Man kann diese Bereiche, vielleicht würde ich andersrum erzählen. Vielleicht erstmal, bevor ich das, was ich nachher sagen würde, sage noch erstmal was anderes. Das ist so, Spur und Determinante sind unabhängig unter Ähnlichkeitstransformationen. Es gilt nämlich, die Determinante einer Matrix A ist das Produkt der Eigenwerte immer von der reellen Matrix. Und das ist das Gleiche, was rauskommt, wenn ich die Matrix ähnlich transformiere. Heißt, von links und rechts von einer Matrix und der zugehörigen Inversen wahrnehme. Da bleiben die Eigenwerte gleich, das wissen Sie vielleicht schon. Das heißt, die Determinante ändert sich auch nicht. Und das gleiche gilt für die Spur, aber aus einem anderen Grund. Aber damit der Grund. Und hier könnten Sie einfach auch multiplikative Determinante ausnutzen. Das ist Determinante von dem, mal Determinante von dem, mal Determinante von dem und die zwei könnten sich weg. Bei der Spur ist das nicht so einfach zu sehen, aber die Spur ist die Summe der beiden Eigenwerte. Und da die Eigenwerte gleich bleiben unter Ähnlichkeitstransformationen, ist das ja auch so. Ich weiß gar nicht, wie man das direkt an der Spurformel erkennt. Ich glaube, gar nicht so einfach. Ich will sagen aber, Determinante und Spur bleiben invariant unter Ähnlichkeitstransformationen. Okay, das heißt, dieses Verhalten, wie die Eigenwerte aussehen, ist unabhängig davon, ob ich die ganze Dynamik noch ähnlich transformiere. Und vielleicht machen wir die Vorüberlegung, die gleich noch kommt, auch schon mal jetzt. Wenn wir die Jordansche Normalform einer Matrix nehmen, schreiben A als T mal J mal T hoch minus 1 mit einer Jordanischen Normalform in der Mitte, dann können wir die Differentialgleichung Y' ist gleich AY substituieren, indem wir sagen, Z, die neue Variable, ist T hoch minus 1 mal Y.
Wenn wir das machen, was passiert mit der Differentialgleichung? Dann gucken wir an, was ist Z'. T ist konstant. Z' ist T hoch minus 1 Y'. Y' ist, weil die Differentialgleichung erfüllt ist, A mal Y. Oder hier nimmst du die Differentialgleichung. Dann berücksichtigen wir die Jordansche Normalform und ersetzen A durch T mal J mal T hoch minus 1. Dann können wir die beiden hier inverse voneinander heben sich weg. Es bleibt J mal T hoch minus 1 Y. Und jetzt substituieren wir zurück. T hoch minus 1 Y ist Z. Das heißt, hier steht J mal Z. Das heißt, nochmal zusammengefasst, die neue Variable Z erfüllt die Differentialgleichung Z. Strich ist J mal Z. Heißt, diese lineare Transformation bringt die Differentialgleichung Y' gleich AY auf eine Differentialgleichung der Jordanischen Normalform. Z' ist gleich J mal Z. Das heißt, es reicht eigentlich, wenn wir uns diese Differentialgleichung angucken mit allen möglichen Jordanischen Normalformen. Wenn wir das noch nicht gemacht haben, wissen wir, alle anderen Dynamiken entstehen durch diese Lösungen, die hierbei rauskommen, potenziell noch mit einer linearen Abbildung vorverknüpft, nachverknüpft. Mit einer linearen Transformation, mit dem, so einem T. Also noch eine lineare Verzerrung des Phasenraums sozusagen. Das heißt, wenn wir diese Lösung verstanden haben, haben wir auch die Lösung von dem System da oben verstanden, bis auf eine lineare Transformation. Kann eine Drehung, eine Drehstreckung, eine Scherung sein, sowas in der Art. Aber nichts Komplizierteres. Okay, das heißt, es reicht aus, wenn wir uns die Normalform angucken. Und dann reicht es eben auch, die Jordansche Normalform lassen sich gut durchklassifizieren. Schon mal erstmal mit der Klassifikation haben wir zwei reelle Eigenwerte, zwei komplex konjugierte im zweidimensionalen Fall oder einen doppelten Eigenwert. Und das kann man in der sogenannten Spur-Deck-Ebene einzeichnen. Ich meine, hier, die wird ein bisschen größer. Wobei ich glaube, ich meine, die ist ein bisschen größer. Die Spur-Deck-Ebene soll so aussehen: Wir malen hier rechts die Spur von A hin. Und hier oben die Determinante von A. Und dann haben wir, können wir hier die Bereiche einzeichnen, wenn deine Matrix so ist, dass sie eine Spur so und die Determinante so hat, was sind dann die Eigenwerte? Und das machen wir am besten, indem wir diese Linie Delta gleich 0 einzeichnen. Delta gleich 0, Diskriminante gleich 0 entspricht der Gleichung Spurquadrat ist 4 mal Det. Oder anders gesagt, Det ist Spurquadrat Viertel. Das heißt, Delta gleich 0, also Determinante von A ist gleich Spur von A Quadrat Viertel. Was? Ah. Oh nein. Oh je, jetzt fehlt was im Livestream. Oder wir haben ein Delay, das weiß ich jetzt nicht. Scheint aber auch nur sehr kurz gewesen zu sein. 10.33 bis 10.33. Ja, hoffentlich fehlt nichts, wenn nichts wichtig ist. Vor 6 Minuten, was war denn da? Warum habe ich denn darüber erzählt? Wahrscheinlich irgendwas mit dieser Tafel. Ne? Diese Umschreibung auf Jordansche Normalform war da vielleicht gerade gewesen. Ne? Na gut, also wenn Sie noch eine Meldung teilte, Diskriminante hat gefehlt. Das hier oben. Okay, ja, gut, die ist genannt. Okay, diese Aufschrift. Okay, das ist vielleicht nicht so kompliziert, das weiß man vielleicht noch von aus der Schule, wenn der Term unter der Wurzel negativ ist, habe ich zwei komplex konjugierte Eigenwerte. Ja, haben wir schon vielleicht nicht so gemacht. Wenn der Term positiv ist, habe ich zwei reelle Eigenwerte. Und wenn du, sonst hat man hier eben gar keine reellen. Und dann gibt es auch den Teil Diskriminante 0, habe ich zweimal den gleichen. Doppelt 0 Stück. Okay. Sonst fragen Sie im Chat nach, wenn noch was anderes fehlt, was wir nochmal nachholen sollen. Okay. Spur-Det-Ebene, das ist dieser Plot und wichtig ist eben, was hier oberhalb dieser Parabel liegt, da ist die Diskriminante negativ hier oben und das heißt komplex konjugierte Eigenwerte innerhalb der Parabel. Hier unten ist die Diskriminante positiv und das heißt, wir haben zwei reelle Eigenwerte.
in dem ganzen Bereich auf der Parabel. Nicht nur hier unten, sondern auch da und da und dort. Und auf der Linie auf der Parabel habe ich in dem Fall hier doppelte Eigenwerte. Und man kann auch so ein bisschen mehr hier rauslesen, zum Beispiel, wenn ich hier auf dieser Achse bin, habe ich zwei reelle Eigenwerte, aber die Spur ist 0, das heißt, die haben genau entgegengesetzte Vorzeichen. Hier unten auf dieser Linie habe ich Lambda 1 und minus Lambda 1, wenn die Spur 0 ist. Wenn ich hier bin, auf dieser Linie ist eine von beiden Eigenwerten 0. Ich habe zwei reelle, aber die Determinante ist 0, das Produkt der Eigenwerte ist 0, aber entlang dieser Achse. Hier habe ich einen positiven und einen Null-Eigenwert. Und hier habe ich einen negativen Null-Eigenwert. Und hier oben, Spur ist positiv, Determinante ist positiv, habe ich zwei positive Eigenwerte. Und hier, meine Lieben, von hier Determinante positiv, Produkt ist positiv und Spur ist negativ. Die sind beide positiv, aber der eine beide positiv. Was ist hier los? Determinante Determinante ist positiv und die Spur ist negativ. Dann weiß ich gar nicht, was los ist. Bin ich gerade verwirrt. Wie auch immer. Wir sehen das dann nochmal genauer, wenn wir die Lösung da charakterisieren, wie sie da aussehen oder aufmalen. Okay. Und dann rechnen wir mal in diesen drei Bereichen erstmal aus, wie die Lösungsdynamiken sind. Da brauche ich euch ein bisschen Platz für. Beide negativ, der eine mehr als der andere. Okay, kommen wir dazu. Okay, also machen wir mal den Fall, ich mache jetzt erst größer als 0, oder? Genau. Größer als 0. Da wissen wir jetzt, dass die ganz normale Form, wenn es zwei verschiedene reelle Eigenwerte aussieht, gibt, so aussieht. Lambda 1, 0, 0, Lambda 2 und Lambda 1, Lambda 2 sind beide reell. Und dann wissen wir auch, wie die Exponentialfunktion von j mal x aussieht. Das ist ja das, was wir jetzt wissen müssen, was wir untersuchen müssen. Die sieht also so aus, hier steht x Lambda 1 x 0 0 x Lambda 2 x. So einfach ist das bei diagonalen Matrizen. Und das hier wird also Lösung phi von x ist gleich diese Matrix mit irgendeinem Zweiervektor mal genommen, also sie von der Form C1, exp, Lambda 1, x, C2, exp, Lambda 2, x. So einfach ist das und die Lösung, die es ergibt. Und dann ist es so, die beiden Koordinaten entwickeln sich unabhängig voneinander und dann aber jeweils einzeln abhängig vom Vorzeichen der einzelnen Eigenwerte. Sind Lambda 1, Lambda 2 beide positiv, sind das beides exponentiell wachsende Funktionen. Sind sie beide negativ, sind es beides fallende Funktionen und sind die, ist eine positiv, eine negativ, ist die eine Komponente wachsend und die andere fallend. Das ist aber alles, was passieren kann. Und im allgemeinen Fall ist es irgendwie das Gleiche, nur dass das nicht die Koordinatenachsen sind, sondern eben die verschiedenen Eigenräume der Matrix A. Das hier ist ja der Eigenraum, oder der erste Einsvektor ist der erste Eigenraum dieser Matrix, der zweite der Eigenraum ist Lambda 1. Der zweite Eigenvektor ist, Quatsch, der zweite Einsvektor ist der Eigenraum zu Lambda 2 und der Koordinatenwechsel, der irgendwann auf einer Tafel noch stand, der dreht eben die beiden Eigenräume der Matrix A auf die beiden Koordinaten. Das heißt, das Theorem minus 1 macht das wieder rückgängig. Offenbar so richtig rum. Okay, machen wir den zweiten Fall. Der zweite Fall, diskriminante negativ. So, und da ist die Jordansche Normalform nicht so richtig hilfreich, jedenfalls richtig komplexer. Wir haben dann die beiden Eigenwerte
Dann haben wir 1, 2, so und dann A plus minus IB. Und ich weiß nicht genau, ob Sie auch dann die reelle Jordanische Normalform kennen. Das habe ich ja letztes Mal noch in der Randbemerkung gemacht. Kennen Sie das? Wissen Sie, wie das geht? Wie man in so einem Fall eine reelle Normalform erstellen kann? War das Teil der Linienalgebra 2? Wenn nicht, würde ich das mal kurz illustrieren. Das ist nämlich nicht so furchtbar kompliziert. Und ich meine, Sie wissen ja vielleicht, wie das im allgemeinen Fall geht. Da nimmt man einfach die Eigenwerte für eine Matrix, wo alle wo die Dimension, die Summe der Dimensionen der Eigenräume gleich der ganzen Raumdimension ist. Da stellt man die Jordanische Normalform, die ist dann diagonal, einfach dadurch, dass man in jedem Eigenraum eine Basis wählt, die Basisvektoren spaltenweise in die Matrix T reinschreibt, dann ist man fertig. Oder eben man stellt die Matrix A bezüglich der Basis, der vollständigen Basis aus Eigenräumen, aus Eigenvektoren dar. Wenn das jetzt so ist, dann habe ich natürlich dazu auch zwei linienunabhängige komplexe Eigenvektoren. V1 und V2, die sind aber auch komplex. Eigenvektoren. Und sogar eine Basis aus Eigenvektoren, weil die beiden Eigenwerte verschieden sind, sind die beiden Eigenvektoren linienunabhängig. So, und wie kann man jetzt daraus eine reelle Basis machen, die dann nicht mehr unbedingt zu den Eigenwerten gehört, das kann ja nicht, aber die trotzdem eine schöne Normalform erzeugt. Und das macht man so, das heißt ja hier, es gilt A mal V1 ist Lambda 1 V1, wobei A reell, V1, Lambda 1, beides komplex. Und es gilt A mal V2 ist Lambda 2 mal V2. Und das ist ja, wenn ich jetzt das Lambda mal als A plus IB schreibe, steht hier also A mal V1 plus IB mal V1. Und hier steht A mal V2 plus IB mal V2. Ist noch nicht viel passiert. So, die Frage ist jetzt, wie kann ich eine neue Basis wählen, U1, U2 von reellen Vektoren, sodass die Matrix A eine schöne Matrixdarstellung hat, die die beiden reellen Zahlen A und B benutzt. A und B sind jetzt hier reell. Ich hätte jetzt gerne eine Normalformdarstellung der Matrix A mit reellen Zahlen, damit ich nachher die reelle Matrix von Zweifeln ausrechnen kann, aber auch eine Trajektorie im R2 sehen kann und nicht irgendwie was Komplexes. Und das geht wie folgt. Wir wählen U1 als 1/2 V1 plus I mal V2 und U2 wählen wir als, wenn ich mich nicht täusche, 1 durch 2 I V1 minus V2. Und dann rechnen wir mal nach, was dabei passiert. Dann kommt nämlich raus, was kriege ich für A mal U1. Und Sie wissen ja, wenn ich jetzt sozusagen die Matrix A bezüglich dieser Basis darstellen möchte, was ich jetzt gar nicht vorgerechnet habe, ist, dass die auch reell ist, aber das funktioniert, weil diese eigenen Vektoren auch eine Konjugationsvektoren erfüllen. Wenn ich wissen will, wie sieht die Matrix A bezüglich dieser Basis hier aus, dann muss ich die Basisvektoren abbilden und dann als linear, was rauskommt, als Linearkombination dieser beiden Basisvektoren darstellen. Also bilden wir erstmal ab und das ergibt also 1/2, ja, mit dem i, habe ich das richtig gemacht? Ich glaube, ich habe mir das falsch aufgeschrieben, aber wir werden das gleich sehen. Wir bilden U1 ab, dann halte ich vor, steht hier A mal V1 plus A mal V2, ich glaube, das I ist da verkehrt. Ich bin so weg und ich rechne mal so. Plus A mal V2, das kann ich jetzt jeweils hier ablesen, was da rauskommt. Und hier habe ich dann nochmal einen Fehler gemacht. Jetzt Lambda 2 hat der minus IB, das heißt, hier muss ein Minuszeichen hin. Schreibe ich also da ab, das ist 1/2 mal A V1 plus IB V1 plus A V2 minus IB V2. Okay. Und jetzt muss ich das wieder zurückrechnen in Begriffe von U und V. Ich muss das, was rauskommt, als Linearkombination von U und V darstellen. Und die Koeffizienten, die ich dafür brauche, sind Einträge in der Darstellungsmatrix. Also kann ich das wie machen? 1/2, nicht 1/2.
oder dreieinhalb. War das ein halb oder sowas? Okay, ja, dann nee, so gut. Machen wir es vielleicht so, wir schauen mal das A aus allem aus, wo es geht. Also A mal ein halb V1 plus V2. Und dann schauen wir noch B da aus, wo es geht, plus B I halbe V1 minus V2. Und jetzt können wir ablesen, dass tatsächlich dieses Ding hier ist wieder U1 und das hier hinten ist I, ja, das ist minus U2. Was hier steht, ist also A mal U1 minus B mal U2. Okay. Und das gleiche, hoffentlich ist das richtig, aber ich weiß, was das mit den 2i, 1 durch 2i ist, glaube ich, korrekt. Wenn wir jetzt gucken, wie wird das Bild von U2 in die Griffe von U1 und U2 ausgedrückt. Ergibt klein a mal U1, b mal U1 plus a mal U2. Und daraus folgt, ich kann a schreiben als t mal die Matrix a minus b, indem ich einfach diese beiden Zahlen in die erste Zeile schreibe und b a t minus 1. Das ist die reelle jordanische Normalform. Zu einem komplex konjugierten Paar gehört eben eine Möglichkeit für die reelle jordanische Normalform. Okay, das heißt, das hier ist unser J, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Okay. Und dann, wenn das J ist, dann kann man davon ausrechnen, Exponentialfunktion von Jx. Das kann man zum Beispiel machen, indem man das J schreibt als A mal Einheitsmatrix plus B mal diese Matrix 0 minus 1, 1, 0. Die beiden kommutieren, weil das eine Vielfache der Einheitsmatrix ist, kann ich die beiden Exponentialfunktionen einzeln ausrechnen und zusammen multiplizieren. Und es kommt raus, der reelle Vorfaktor x Ax mal die Matrix Cosinus Bx minus Sinus bx, sinus bx, cosinus bx. Das ist die Matrix-Exponentialfunktion von solchen Matrizen. Also dieser hier, das ist e hoch a mal Diagonalmatrix, liefert eben e hoch ax mal Diagonalmatrix. Und das hier ist Exponentialfunktion der Matrix 0 minus b, b, 0. Okay, und das heißt, wir wissen auch, wie die Lösungen aussehen. Also dieses Ding wird irgendwie von rechts mit einem Zweiervektor mal genommen, kommt also raus Formfaktor x ax mal c1 cosinus bx minus c2 sinus bx und hier eben c1 sinus bx plus c2 cosinus bx. Das sind die Summen hier. Zu viel saure Folie eigentlich. Jawohl. Genau, da steht's. Okay. Ah, okay. Gut. So. Okay. So, was das jetzt gemischt bedeutet, überlegen wir uns gleich. Auf alle Fälle sieht man, A positiv sorgt dafür, dass der Vorfaktor unbeschränkt wächst. A negativ sorgt dafür, dass der Vorfaktor gegen 0 schrumpft. Und was das hier macht, überlegen wir uns gleich. So, das ist der zweite Fall, Diskriminante negativ. Der dritte Fall, Diskriminante gleich 0, ist ein, sind eigentlich zwei Fälle. Und zwar, erster Unterfall,
Also es gibt dann ja zwei, einen doppelten reellen Eigenwert und der erste Fall wäre dann dieser hier. Die geometrische Vielfachheit ist 2, das heißt die Matrix ist diagonalisierbar, sieht so aus und das ist im Wesentlichen der erste Fall mit Lambda 1 gleich Lambda 2. Das ist wie Diskriminante ist größer 0 mit Lambda 1 gleich Lambda 2. Spannender ist der andere Fall. Die geometrische Vielfachheit ist nur 1. Das heißt, die Matrix ist nicht diagonalisierbar und wir haben einen echten Jordan-Block vorliegen. So, wie sieht da die Matrix-Exponentialfunktion aus? Haben wir auch schon ausgerechnet. Kann man ja wieder so machen, dass als Vielfach, also als diese Matrix plus die andere, also die Matrix mit den Diagonalen drin, plus die nilpotente Matrix und dann rechnet man aus, achso, nicht A, sondern das ist ja das J, das ist nur die J. Jx ergibt einerseits den Vorfaktor e hoch Lambda x und hinten dran kommt die Matrix 1, x, 0, 1. So ist das. Und dann haben wir die entsprechende Lösung. Phi von x ist dann gleich der Vorfaktor. Und dann muss ich hier einen beliebigen Vektor von der rechts ran multiplizieren und kriege also c1 plus c2x und hier nur c2. So, und der Fall ist bemerkenswert. Und da sieht man am einfachsten am Fall Lambda gleich 0. Das heißt, die Matrix hat beide Eigenwerte gleich 0. Und dann denkt man irgendwie, wenn die Eigenwerte 0 sind, dann in keine Richtung passiert irgendwas. Es gibt zwei Eigenrichtungen, beide bleiben eigentlich konstant. Wenn die beide werden voll auf 0 abgebildet, Dynamik heißt also, sollte nichts passieren. Aber wenn Lambda gleich 0 ist, ist der Vorfaktor 1 und es gibt trotzdem eine unbeschränkte Lösung, wenn das C2 nicht 0 ist. Also obwohl die Eigenwerte der rechten Seite beide 0 sind, ist es in diesem Fall noch möglich, dass die Lösung dass Lösungen unbeschränkt sind, wenn der Anfangswert so gemacht ist, dass C2 ungleich ist. Das ist ein wichtiger Fall, den hat man nicht vergessen. Okay. Genau. So, und das kann man jetzt in die Spur der Ebene 1 zeichnen, ist sie noch da? Genau. Jetzt kann man halt überlegen, wenn ich halt eine Matrix habe, die hier liegt, dann sind wir im ersten Fall und wenn die Determinante 0 ist, habe ich, haben die Eigenwerte das Produkt 0 und das heißt, einer von beiden ist 0. Die Determinante ist negativ, warum? Die Spur ist 0. Das heißt, die haben ein gegensätzliches Vorzeichen. Der eine ist das Negative vom anderen. Das heißt, dann machen wir mal so an dieser Stelle hier. Da sieht es also so aus: die Matrix ist ja von der Form Lambda minus Lambda und das noch ähnlich transformiert. Und die zugehörigen Lösungen oder die zugehörigen Trajektorien sehen also so aus. In der Lösung ist eben ein Beitrag, der lautet e hoch Lambda x mit dem Vorfaktor und der andere Beitrag ist e hoch minus Lambda x und dann sehen die Trajektorien so aus. Die eine, jetzt in dem Fall diese hier, wächst exponentiell, wird immer größer, so negativ immer größer und die andere fällt exponentiell. Aber gleich schnell, sodass ein solches Bild entsteht. Und jetzt zeige ich mal die ganze Ebene. Achso, hier ist noch, noch eine Folie überschlagen. Das hier war der Fall, Diskriminante ist gleich 0 mit den beiden Fällen. Und das ist jetzt die sogenannte Klassifikation der Phasenporträts in der Spur der Ebene. Und die kann ich auch, glaube ich, groß machen. So. Genau. Genau, und hier unten, dieser Fall, muss ich so machen. Dieser Fall hier unten, das ist der, den ich gerade illustriert habe. Spur ist 0, Determinante negativ, die beiden Eigenwerte sind Plus und Minus Lambda. Dann haben wir hier, auf dieser Ebene hier, die Spur ist positiv, Determinante ist 0. Heißt, ein Eigenwert ist 0, der andere ist positiv. Dann haben wir eine Linie instabiler Fixpunkte. Das heißt, wenn unsere Lösung auf der
auf der in dem Fall Y1-Achse startet, dann bleibt sie da. Sobald sie leicht außerhalb ist, geht die andere Koordinate durch die Decke, positiv oder negativ. Hier auf der linken Seite habe ich eine Linie stabiler Fixpunkte. Determinante ist 0, Spur ist negativ, ein Eigenwert ist 0, der andere ist negativ. In die eine Richtung passiert gar nichts, in die andere Richtung geht es auf die 0 zu. Dann haben wir vielleicht den Bereich hier, das ist eine sogenannte Quelle. Spur positiv, Determinante positiv, heißt beide Eigenwerte verschieden positiv. Die Dynamikzeit vom Nullpunkt weg, beide Koordinaten wachsen unbeschränkt, die eine vielleicht schneller als die andere, je nachdem, sodass das Bild so aussehen kann wie diese Quelle hier. Hier, da, wo ich gerade nicht wusste, was da los ist, Determinante positiv, Spur negativ. Das heißt einfach, beide Eigenwerte sind negativ. Das heißt, die Summe ist negativ und das Produkt ist positiv. Und das ist eine Senke. Beide Koordinaten gehen gegen 0, mit verschiedener Geschwindigkeit sieht so aus. Okay, das sind alle reellen Fälle, die es gibt. Ne? Eine Senke, eine Quelle hier, instabile Fixpunkte, eine ganze Linie. Also hier gibt es eigentlich einen instabilen Fixpunkt, der Nullpunkt ist eine instabile Lage. Und hier gibt es einen stabilen Fixpunkt, der Ursprung ist ein stabiler Punkt, alles konvergiert dagegen. Und wenn ich in der Nähe anfange, ich auch dagegen. Und hier unten habe ich eine Linie stabiler Fixpunkte, eine Linie instabiler Fixpunkte. Und hier habe ich einen stabilen Punkt, der Nullpunkt ist tatsächlich auch stabil hier. Er ist aber auf eine seltsame Art instabil, weil diese Dynamik so sattelmäßig darum herum geht. Also die eine Richtung möchte hin, die andere möchte weg und dann am Ende enden sie irgendwie, wo keiner hin wollte. So, das ist der Sattelpunkt hier unten, auch eine Art instabiler Punkt. Aber wir sehen, es gibt hier schon bei Differentialrechnung alleine linear in zweiter Ordnung so seltsame Stabilitätsverhalten. So eine Sattelinstabilität ist was anderes als so eine Quelle oder so eine Linie instabiler Fixpunkte. So, noch schlimmer wird es hier auf dieser Linie. Determinante positiv, Spur positiv, aber Diskriminante 0. Da gäbe es jetzt den Fall diesen hier von einer Quelle, wo beide Eigenwerte gleich sind und nicht 0. Ja. Aber es gibt auch den Fall einer degenerierten Quelle, der zu dieser jordanischen Normalform gehört. Sagen die eine, genau, den gibt es auch. Das ist so ähnlich sehen die aus. Das ist ein bisschen komplizierter zu erklären, glaube ich. Dann haben wir hier links entsprechend degenerierte Senke. Das ist nicht so, das ist entsprechend das andersrum als hier. Und dann gucken wir uns noch den Bereich hier oben an, also vielleicht noch hier unten, das ist die Ruhelage. Beide Eigenwerte sind 0, Produkt und Summe sind 0, dann sind beide 0. Und dann haben wir hier oberhalb der Parabel haben wir die ganzen komplexen Fälle. Und dann ist vielleicht nochmal wichtig, dass man jetzt sich vorstellt, dass A, der Realteil, sorgt dafür, ob die Dynamik nach außen oder nach innen verläuft. Und das hängt eben von der, vom Vorzeichen der Spur ab. Vom Vorzeichen der Spur hängt es nicht alleine ab. Nee, es kommt wieder. Hängt von beiden ab. Jedenfalls, hier rechts, jetzt mit gleich auf dieser Achse, Determinante ist positiv, Spur ist 0. Spur ist 0 bedeutet doch, dass das A 0 ist. Das A ist 0, denn die beiden komplexen Eigenwerte sind IB und minus IB. Das heißt, der Vorfaktor, der exponentielle, ist konstant 1 und es bleibt nur diese Matrix Cosinus, minus Sinus, Sinus Cosinus mit einem B da drin noch stehen. Und das ergibt eine Rotation und zwar abhängig des Vorzeichens von B rechts rum und links rum. Aber irgendwie kann man das jetzt nicht hier erkennen in dem. Das Vorzeichen auf die Dynamik links rum oder rechts rum ist. Kann man da in dem Bild nicht sehen. Und dann haben wir hier oben in dem Bereich, wo dann eben die Spur positiv ist und die Determinante ist auch positiv, haben wir eine Spiralquelle. Ich glaube, in die eine oder andere Richtung, man kann die Drehrichtung nicht erkennen, aber es gibt eine Quelle, weil das A positiv ist. Das heißt, alle Lösungen drehen sich auf Spiralen aus dem Nullpunkt heraus. Das ist auch eine instabile Ruhelage, noch eine andere Art, eine instabile auf diese Art, instabile auf diese Art, instabile auf diese Art, instabile auf diese Art. Und hier links ist es eine Spiralsenke, weil das A negativ ist. Und die Drehrichtung links rum oder rechts rum hängt vom Vorzeichen von B ab, aber das können Sie in der Spur der Dehnung nicht erkennen. Okay. Ah, genau, Phasenbauteilchen und Richtungsfeld.
Okay, das ist so. Richtungsfeld hat zwei Bedeutungen. Richtungsfeld gibt es für Lösungskurven. Das kann ich ja vielleicht noch in die Folie zu zeigen. Das kann man vielleicht am einfachsten in diesem Bild hier erklären. Da gäbe es nämlich jetzt zwei Möglichkeiten von Richtungsfeldern. Das eine ist das Richtungsfeld im Raum der Lösung. Das ist also in diesem Rechteck hier. Und da ist das Richtungsfeld einfach, ich male hier hin, wo geht's hin? Da weiß ich ja an einer Stelle XY, da schreibe ich einfach den, da zeige ich einfach sozusagen, hier mache ich einen Pfeil nach rechts und der hat die Steigung abhängig von der rechten Seite, vom Vorzeichen der rechten Seite. Und da weiß ich, wenn ich hier oben bin, dann ist mein x irgendwie, spielt gar keine Rolle, aber das y ist größer als 1 und da, wo das y größer als 1 ist, ist dieser Wert hier links negativ, das heißt, hier muss das Richtungsfeld nach unten zeigen. Und hier entsprechend auch nach unten, weil das y kleiner als 0 ist, das Richtungsfeld ist entsprechend das Feld, wo diese Kurven hier tangential dran liegen. Das Richtungsfeld im Lösungsraum. Das Richtungsfeld gibt es auch im Phasenraum. Der Phasenraum ist hier nur die reelle Achse. Und da male ich halt eben hier nur rein, geht es jetzt nach unten oder geht es nach oben, mit Vorzeichen. Ich male die Pfeile, die ich hier in den R2 reinmale, dann male ich eigentlich mal dafür das Richtungsfeld im Lösungsraum so kleine Tangentenstückchen, weil ich weiß, an diesem Punkt hier ist die Tangente an die Lösungskurve so negativ mit der Steigung minus 1, glaube ich. Ja, minus 3 oder so. Hier hingegen, das Richtungsfeld hier besteht nämlich hier nur aus Vektoren, die nach unten zeigen. Hier ist ein Vektor, der ist 0. Hier ist ein Vektor, der zeigt nach oben. Also Vektoren zeigen nach oben. Hier ist ein Vektor, der zeigt nach unten. Und Trajektorien sind eben die Kurven durch den Phasenraum. Ich male einfach phi von x auf und setze alle x ein aus dem Definitionsbereich. Und dann kriege ich eine Kurve im Phasenraum. In dem Fall ist die eine Trajektorie diese Linie, die nach unten zeigt, die hier startet. Und hier ist das eine Trajektorie und das eine Trajektorie. Und Trajektorien sind eben in diesem Bild hier einiges interessanter. Und da sind diese Kurven hier sind Trajektorien. Das, was hier hinten zu sehen ist, ist das normierte Richtungsfeld im Phasenraum. Und das Richtungsfeld selber kann ich nicht mehr richtig aufmalen. Das wäre jetzt ein Vektorfeld im R3. In dem Fall. Ja. Warum R3? Das ist eine Differentialgleichung zweiter Ordnung. Zugehöriges System erster Ordnung ist ein zweidimensionales, autonomes System. Aber sozusagen, wenn es nicht autonom wäre, wäre die rechte Seite abhängig von x, y und y' oder eben x, y1 und y2. Und dann müsste ich an jedem Punkt x, y1 und y2 den Wert der rechten Seite auswerten und da mir eine kleine Tangentialebene vorstellen. Die tangentiale Gerade vorstellen, weiß die Lösung, die im Punkt sind, haben diese Gerade hier als Tangente, als Richtungsvektor. Und das wäre ein Vektorfeld in R3. Und das Plotten ist oft nicht mehr sinnvoll. Also hier zweidimensionales System ist das Richtungsfeld im Phasenraum, von zweidimensionales autonomes System ist das Richtungsfeld im Phasenraum irgendwie sinnvoll. Man kann sich noch für nicht autonome Systeme das so vorstellen, dass es ein zeitabhängiges Richtungsfeld im Phasenraum gibt. Für jedes x habe ich gegebenenfalls ein anderes Richtungsfeld im Phasenraum. Das finde ich aber extrem kompliziert. Okay, ganz schön kompliziert. Was haben wir noch? Wir waren jetzt also quasi hier. Dieses Bild hier haben wir versucht so ein bisschen zu analysieren. Ich habe es nicht selbst gemalt. Ich habe überlegt, ob ich es machen will. Dann habe ich gedacht, na, du hast vielleicht wieder gemalt. Und so schön hätte ich es gar nicht hinbekommen. Also, da steht, wo ich es hergekommen kopiert habe. So, dann gibt es noch eine Sache, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Also diese Analyse im Phasenraum für lineare Systeme zweiter Ordnung, autonome lineare Systeme zweiter Ordnung, ist einigermaßen gut. So, da weiß man jetzt ziemlich viel, was los ist. Und man kann auch tatsächlich lichtlineare Systeme zweiter Ordnung ziemlich gut damit studieren. Zum Beispiel kann Folgendes passieren. Ich male jetzt mal so ein bisschen Bild in Phasenporträts auf. Zum Beispiel, wenn das hier der Phasenraum ist und ich habe ein autonomes System zweiter Ordnung, meinetwegen nicht linear, dann kann es ja zum Beispiel eine Trajektorie geben, die so aussieht. Meinetwegen ist die geschlossen. Wenn das eine Trajektorie eines Systems, zweidimensionalen Systems, erster Ordnung ist, dann weiß ich schon ziemlich viel über die Gesamtdynamik. Dann weiß ich nämlich, alle Trajektorien, die hier drinnen verlaufen,
verlaufen komplett hier drin. Sobald ein Startpunkt hier ist, wird die Lösung beschränkt sein. Warum? Kann die Trajektorie nicht schneiden. Muss also hier eingeschlossen bleiben in dieser Kurve. Und ich weiß auch, dass wenn ich hier draußen starte, dann werde ich niemals irgendwie einen Punkt hier drinnen erreichen. Das ist unmöglich. Das heißt, mit einer einzigen geschlossenen Trajektorie zerfällt der Phasenraum in zwei Bereiche, die unabhängig voneinander agieren. Und wenn ich hier noch eine andere geschlossene Trajektorie habe, dann weiß ich auch, das, was hier drin startet, kommt niemals da rein und so weiter. Der Phasenraum zerfällt noch weiter in Möglichkeiten. Okay. Das ist so, also da kann man auch alleine, also auch bei nichtlinearen Differentialgleichungen, wenn man geschlossene Trajektorien identifizieren kann, dann weiß man plötzlich sehr viel mehr über die Lösungsgesamtheit, die auch noch auftreten kann. Also von zwei Dimensionen. Und dann gibt's, kann man sich überlegen, was so ein Stabilitäts- und Instabilitätsverhalten gibt. Das ist so im Wesentlichen wie diese, da weiß ich aber, jetzt habe ich, weiß ich nicht so, weiß ein bisschen überschreitet, vor allem mein Wissen nicht so ganz exakt aufgefrischt. Das ist, wenn ich mich aber recht erinnere, ist das so, dass die Klassifikation von stabilen und instabilen Fixpunkten im Wesentlichen so ist, wie die Klassifikation in dieser Phasenebene für lineare Systeme zweiter Ordnung. Wenn ich irgendwo einen Fixpunkt habe, also eine einpunktige Trajektorie, dann kann ich in dem Punkt mir die lineare Dynamik angucken und mal schauen, dann habe ich eben, wenn ich hier linearisiere, hoffentlich lokal das richtige Verhalten. Ich glaube, da gibt es noch irgendwie kleine Feinheiten, die ich gerade nicht überblicke, aber das ist jedenfalls der Ansatz, wenn man Stabilitätsverhalten von nichtlinearen Differentialgleichungen untersuchen möchte. Okay, jetzt wollte ich Ihnen noch das zeigen, dass das Ganze in drei Dimensionen plötzlich nicht mehr so hilfreich ist. Und das zeigt man am schönsten mit dem sogenannten Lorentz-System. Das ist leider nicht von mir erfunden oder gefunden worden, das ist von einem Edward Lorenz 1963 publiziert worden. Edward Lorenz wollte damals mit damals gerade populär gewordenen Computern Atmosphärendynamik modellieren. Und hat dann, damals waren die Computer zwar schon gut, aber noch nicht sehr leistungsstark, da konnte man irgendwie nicht so was wie heute versuchen, die ganze Atmosphärenstimmung der Erde zu modellieren, da wird das ja nicht versucht. Da konnte man halt gerade mal so gewöhnliche Differentialgleichungen lösen. Und er hat das Modell heute runtergekocht auf ein gewöhnliches Differentialgleichungssystem mit drei Variablen. Und ich kann nicht sagen, was die repräsentieren, aber ein System mit drei Variablen. Habe ich es dort aufgezeichnet? Habe ich es dabei? Ich glaube, ich habe es auf der Folie, oder? Ja, genau. Das ist das Lorentz-System. Also drei Variablen, die heißen jetzt x, y, z. Das heißt, die Zeitvariable nenne ich jetzt t. Die sehen Sie jetzt nicht. Also auf der linken Seite steht dann x' ist gleich 10 mal y minus x. y' ist gleich x mal, oder y' von t ist x von t mal 28 minus z von t und das Ganze nochmal minus y von t und so weiter. Und da sehen Sie, das ist ein vergleichsweise einfaches Differentialgleichungssystem erster Ordnung im R3. Das hat nur zwei Nichtlinearitäten. Einmal taucht hier x mal z auf und einmal taucht hier x mal y auf. Alle anderen Terme auf der rechten Seite sind linear. So, das heißt, der Phasenraum ist hier R3. Eine Lösung sind Kurven durch den R3. Und diesen Kommentar verstehe ich nicht. Gibt es noch einen, der mir das erklärt, was das bedeutet? Nein. Oh, Zeit ist rum. Ah, gut, dann. Sie können abschalten, Sie können aber noch den Rest zugucken. Außerdem gibt es noch einen Film am Ende, also wenn Sie noch da bleiben. Und der Film, der wird aber auch nachher nie live zu sehen sein, der hat, glaube ich, keine Copyright-Probleme. Okay, was Sie jetzt noch machen können, ist das Richtungsfeld im R3 angucken. Und ich zeige Ihnen das, ich plotte es mal eben mit MATLAB. Sie werden sehen, das ist nicht so informativ. Ja, wo ist mein MATLAB hier unten? So, das funktioniert so. Wir holen uns die ganzen... das ist das Richtungsfeld des Lorentz-Systems im R3. Also ich habe auch so ein Gitter von Punkten. In jedem Punkt den Vektor der rechten Seite angehängt. Ich erkenne überhaupt nichts. Also ich sehe gar nicht, wie Lösungen aussehen können. Aber Sie sehen, irgendwo gibt es Bereiche, wo die Vektoren sehr kurz sind, wo sind sie sehr lang. Vielleicht normieren wir es nochmal. Vielleicht wird es dann besser. Nein, das ist das normierte Richtungsfeld. Das ist auch in dem Murks. Ich kann aber überhaupt nicht erkennen, wie die Dynamik funktioniert. In irgendwelchen Stellen geht es nach rechts und nach oben. Kann das nicht blicken. Dann zeige ich Ihnen mal Lösungen davon. Dieses Differentialgleichungssystems. So, das hier sind das Setup und jetzt genau. Und hier oben wird gleich im oberen Bereich. Da im oberen Bereich entsteht jetzt hier die Lösungskurve und ich zeichne sie zeitabhängig, das heißt, sie wird sich durch den Raum bewegen.
Und im unteren Bereich zeichne ich nur die x-Auslängen abhängig der Zeit t. Okay, das ist hier. Das ist eine Lösungskurve dieses sehr einfachen dreidimensionalen Differentialsystems mit zwei Nichtlinearitäten. Und das ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Ja? Das verhält sich ein bisschen komisch. Hat anscheinend zwei so eine Kreise, die es irgendwie gerne mag. Da kommt es immer wieder hin zurück. Aber es springt mal von dem einen Kreis über auf den anderen in irgendwie so ein bisschen unvorhersagbare Art und Weise. Und das ist ein Phänomen, was ich vielleicht vom Wetter her auch schon so ein bisschen kenne. Es wechselt zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten ein bisschen unvorhersehbar manchmal. Manchmal bleibt es dann auch einen Tag länger schön, obwohl die Wettervorhersage gesagt hat, es wird vielleicht unschön. Und das ist eben so ein Fall, wo das System sich hier gerade vielleicht entscheiden muss, ob es in den linken oder rechten Zyklus wieder weiter wechselt. Und insbesondere ist diese Formel, das scheint einem irgendwie so ein bisschen seltsam. Mir scheint das extrem seltsam, was da passiert. Irgendwie, das bewegt sich immer hier in so einem Kreis und da. Tatsächlich ist es so, man weiß mittlerweile ein bisschen was über die Lösung. Man weiß immerhin schon mal, die sind nicht periodisch. Es gibt keine periodische Lösung, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist irgendwie auch komisch. Aber trotzdem scheint es irgendwie so zu sein, dass würden alle Lösungen, egal wo ich starte, immer auch am Ende auf so ein Bild hinauslaufen. Weil wenn sie mit der Lösung ganz weit weg vom Nullpunkt hatten, die laufen alle in dieses Bild hinein. Am Ende sehen die alle so aus wie das. Und irgendwie scheint es einen Zyklus zu geben, der zwar nicht periodisch ist, aber trotzdem anziehend für den ganzen, für alle Anfangswerte. Das ist eine komische Sache dieses Systems. Obwohl es so einfach ist. Eine polynomielle rechte Seite steht nicht in den ersten Termen, sind Quadrate. Schlimmer ist es gar nicht. Es gibt aber noch ein seltsameres Phänomen dabei, und zwar ist das instabil im Sinne in der Abhängigkeit vom Anfangswert. Wenn ich hier den Anfangswert, der war am Anfang hier, wo konnte man ihn sehen, das hier ist der Anfangswert, der war 0,5,5, das heißt 0x, y ist 5, z ist auch 5. Wenn ich in der ersten x-Koordinate den auf 0,1 ändere, dann male ich jetzt mal den Plot daneben. Und dann sehen Sie oben, ja, da läuft immer ungefähr da lang, wo er vorher auch lang gelaufen ist, aber unten sehen Sie, dass die x-Koordinate was völlig anderes macht als vorher. Die folgt dem Verlauf von vorher für ein paar Tage oder für ein paar Tage, aber hier, da fängt es an anders zu werden. Und da geht es hier hoch und da, wo der rote nach rechts, nach unten abbiegt, blieb der schwarze plötzlich nach oben ab. Und das ist auch ein Phänomen, was wir von der Wettervorhersage erkennen. Die ist für ein paar Tage okay und irgendwann wird sie ungenau. Und irgendwann wird sie vielleicht nicht nur so ein bisschen ungenau und so langsam, sondern dann sagt sie vorher, es bleibt drei Tage schön, aber der dritte Tag ist schon Mist. Das, ja, heutzutage ist eher so, wir sagen vorher fünf Tage schön, aber der fünfte Tag ist plötzlich schon Mist, weil dann da so eine Instabilität vorher irgendwann kommt und das System sich eben, man wartet die Anfangswerte nie ganz genau unter Kontrolle, irgendwo biegt es ab. Und ich könnte jetzt den Anfangswert noch näher heranrücken oder noch kleiner machen und es würde irgendwann später abhauen, aber schon so lange wird das alles nicht werden. Irgendwann haut die Lösung einfach ab. Okay, das war das Lorenz-System. Das sollte man mal gesehen haben, meiner Meinung nach. Und jetzt habe ich schon 4 Minuten überzogen und Sie können immer noch bleiben und sich das letzte Video angucken. Und danach ist hier Feierabend und wir sehen uns morgen nochmal zur letzten Vorlesung von Analysis 2 wieder. Okay, viel Spaß beim zweiten Video. Was ich denn hier suche, meine Stimme klingt so, als wäre ich 12, auch wenn ich duse, aber keine Sorge, denn ich bin schon älter, meine Stimme ist gepitcht und so hoch fand ich schöner. Konzentration jetzt auf alles, was Mathe so fast will, mal schauen, ob das mit dem Stehen bei mir so was sei. So mit x die Menge an Punkten, die noch fehlt, und mit x gleich 35 ist es jeder Punkt erzählt. Nehme nun das Integral von 0 bis 12, dieses steht natürlich für Woche 0 bis Woche 12, dahinter steht dann eine gekonnte Funktion, aber weil zu schwer ist, bitte ohne Division, dazu nehme man noch 85 als Wert, denn so viel habe ich ja schon.
die auch nicht beschwert dazu kommt, dass wir in Analyse-Teil sitzen. Also jetzt mal schön die Ohren spitzen. 85 brauchen wir, also ganze zweimal. Einmal plus, einmal minus, sonst wär's zu fatal. Somit folgt dann am Ende für unsere Funktion T plus 85 minus 85 eine schöne Lektion. Für das Ende dann natürlich noch das Integral ausgerechnet wird. Nun, was für eine Pfad. Daraus folgt dann für das glorreiche Finale. Es fehlen noch 0 Punkte. Ach, das ist doch Banane. Ich keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Sind gerade einfach nur paar schlechte Tage. 3 Minuten sind schon fast wieder um. Daher kurz keinen Reim, denn ich hab mich kurz zu fassen. Ja, man will, dass wir bei der mündlichen siegen. Doch vielleicht lass ich einfach mal den Mundschutz zu Hause liegen. Ich bemerke gerade, ich hab nicht keine schlechten Ideen, aber keine Lust, den ganzen Mathe-Kram hier nochmal zu sehen. Aber online hat das alles hier doch gar keinen Sinn. Ist einfach nicht so schön, wie den Prof in Real Life zu sehen. Seid ihr bereit für ein ganz schön abruptes Ende? Denn ich schau jetzt noch Netflix ganz entspannt zu Ende.